Hallo Leute, ich bin's wieder, Emily, mit einem neuen Video. Ja, und heute geht es um meine Freundin, mal wieder. Und um 10 Dinge, wo man bemerken kann, dass ein Junge in sie verliebt ist. Fangen wir mal mit dem ersten an. Also wir machen jetzt was, woran man bemerkt, dass die Jungs in einen verliebt sind. Das kenne ich nämlich von mir. Das habe ich nämlich bemerkt. Also, erstens, hier. erstens, wenn Jungs so, so immer zu einem gucken, so. Immer gucken und wenn man dann guckt zu ihnen, dann immer ganz schnell weggucken. Und ja, zweite Sache. Ihr bemerkt es auch, wenn Jungs immer Nähe suchen. Also wenn sie immer ran wollen an euch und so nah wie möglich sein wollen. Dritte Sache, wenn sie mit ihren Freunden schon ein bisschen mehr so quatschen überall. Und dann, vierte Sache, wenn Jungs, man bemerkt es auch, Jungs sind dann auch anders. Sie sind dann nicht sie selbst. Also wenn ihr sie schon ein bisschen kennt und dann bemerkt man es auch. Ja, fünfte Sache. Wenn Jungs, immer cool tun. So, hier cool tun und ja, das ist Alter. Und sechste Sache. Sie achten sehr auf ihre Sachen. Und ja. Siebte Sache, die machen euch immer Komplimente. Und achte Sache, ne? Die sind dann auch immer so. Also, das ist natürlich. Das ist dann auch manchmal so. Die sind dann auch. Ich wollte dahinter noch wieder eine Fernseher. Die sind dann auch so, so ruhig irgend und nicht sie selbst. Die sind dann mehr so. Ja, blass und so, ne? Ihr kennt das doch. Neunte Sache, sie sind mehr ruhig und passen mehr auf und wollen immer besser sein als ihr. Und die letzte Sache, Nummer 10, wenn sie euch sehr viele Komplimente machen. Ja. Natürlich trifft das nicht alles zu einem Jungen, aber so war es bei mir. Und ja. Gut. Das war schon fast mit meinem Video. Also ich schicke das nämlich gleich meiner Freundin, weil ich nehme das ein bisschen anders auf. Und nochmal an dich, Emma. Hallo. Ich wollte dir nochmal sagen, dass du wirklich meine beste Freundin bist. Also fast beste, ne? Und eigentlich bist du meine Beste. Ich weiß es nicht. Ich habe zwei Beste. Nein. Du bist meine Beste. Und ja. Und, na gut, eigentlich gibt es bei mir keine Beste. Tut mir leid, aber egal. Zumindest, also, du bist fast meine beste Freundin. Und ich wünsche euch allen, ich will vor allen hier nochmal sagen, dass es mir leid tut, wie ich manchmal bin. Weil Leute, ihr müsst wissen, so wie ich jetzt bin, ne, wie ich jetzt bin, ich bin auch nicht die eben zum Beispiel, bin ich nicht sonst. Also, ich bin auch manchmal echt genervt von Kindern. Und dann werde ich auch schon mal so, ne, ihr wisst ja, so, dass einen das alles nicht interessiert und dann einfach ja sagt und einfach keinen Bock mehr hat. Zumindest, ich sag tschüss, hat mir gefallen, mit euch zu reden und bye bye. Tschüss.